Viele haben ja in diesen Zeiten so ein bisschen den Eindruck, in der Endzeit angekommen zu sein. Als Neutestamentler sage ich für gewöhnlich, Endzeit ist immer irgendwie. Dass wir ein hochaktuelles Thema haben durch die Zeichen der Zeit. Aber als wir das Thema ausgesucht haben, war es eigentlich ein anderer Gedanke. Da haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir mal so ein grundtheologisches Thema. Die Parousie, die Wiederkunft Jesu im Endeffekt. Wir reden davon, dass er am Kreuz gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und dann ist er weg. Und wir leben jetzt alle als Christen. Aber worauf leben wir hin? Wir bewegen uns, das ist sehr, sehr wichtig, im ganzen Kontext, dass aus dem Alten Testament, dass Gott eingreift in die Geschichte und die Geschichte radikal verändert. Aber wir haben das zugespitzt hier, während im Buch Daniel dieser Menschensohn abstrakt ist, der ja auch vorkommt, ist hier dann alles direkt bezogen auf Jesus. Christ zu sein, war also alles andere als selbstverständlich, sondern war in sich eine Herausforderung. Und in dieser Situation noch zu sehen, der Tempel geht verloren. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Es gibt jetzt kein göttliches Eingreifen, keinen göttlichen Racheakt, stellt die frühen Christen natürlich vor die Frage, ja, wo bleibt er jetzt eigentlich? Da kommt dieser radikale Satz, genau, der für uns genau eine unglaubliche Herausforderung ist. Aber ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. So. Klammer auf, die Generation ist tot, Klammer zu. Richtig. Da sind jetzt die ersten Christen gestorben, sind die verloren? Und die Antwort, die er gibt, ist, nee, die sind nicht verloren, die sind jetzt quasi in so einer Art Wartestand. Wenn der Herr kommt, wenn dieser Tag des Herrn kommt, wann auch immer das sein mag, dann haben die Toten den Vortritt. Die kommen zuerst dran und dann die Lebenden. Die Frage ist, wo sind die jetzt? Denn diese Entrückung findet ja erst statt, wenn der Schofar erklingt. Die sind also nicht jetzt entrückt im Moment des Todes und kommen dann am Tag des Herrn wieder, sondern wenn der Schofar erklingt, werden die entrückt. Damit produziert Paulus ein massives Problem, nämlich das Problem einer leiblosen Seele. Diese Auferstehung hier in 1 Thessalonicher, würde er von Entrückung sprechen, ereignet sich im Moment des Todes. Das ist etwas so ungeheuer Neues im Denken, was da hineinkommt, dass man gar nicht genug überschätzen kann. Hier in 1 Thessalonicher geht er nämlich eine ganz andere Spur, die so gesehen in eine eschatologische Sackgasse führt. Die Aufforderung ist ja, du sollst hier schon für die Verbesserung der Verhältnisse arbeiten, was die Christen halt letzten Endes ja mit mehr oder weniger großem Erfolg in der Menschheitsgeschichte und mit manchen Irrungen und Wirrungen zweifelsohne auch, aber immer wieder letzten Endes getan hat. Das heißt, dieser Impuls, durchzuhalten, nicht glaubensmüde zu werden, ist wieder ein Topos, den finden wir in vielen, vielen neutestamentlichen Schriften. Das Gericht ereignet sich jetzt, weil das eigentliche zentrale Ereignis, Tod und Auferstehung Jesu, schon passiert ist und damit die letzte Entscheidung getroffen ist. Das heißt, wann kommt der Herr? Der ist schon da. Maranatha ist ein liturgischer Ruf, den rufen wir auch heute noch. Dann sagen wir, Herr, komm. Und die Antwort ist sozusagen derselbe Ruf, nur anders betont. Weil ich kann rufen, Herr, komm, und die Antwort, der Herr ist anwesend. Der Herr ist gekommen. Genau das ist es doch. Dass wir jetzt schon wissen, dass die Wirkmacht Gottes schon anwesend ist, aber die Wiederkunft, die das visualisiert, dieser Blitz, der von West nach Osten durchläuft, der kommt noch.